Zuerst einmal zum Lieferumfang. Dieser beinhaltet neben dem Laptop an sich ein Stromkabel, ein massives 300 Watt Netzteil und die üblichen Bedienungsanleitungen. Beim Auspacken kommt schon ein sehr schönes Gefühl auf, da sich hier alles sehr hochwertig anfühlt und wirklich gut verpackt ist. Werfen wir einen Blick auf das Äußere von diesem wirklich unfassbar gut designten Laptop. Ich meine jetzt mal ehrlich, bei diesem Laptop passt alles perfekt. Er hat ein wunderschönes Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Storm Grey, welches auf der unteren Seite durch eine RGB-Linie bestückt ist. Zusätzlich haben die Lüfterschlitze an der Seite und hinten sowie die Tastatur auch noch RGB. Als kleines aber feines Extra ist in dem Legion-Logo auf der Rückseite auch noch eine kleine RGB-LED verbaut. Das ist in meinen Augen genau richtig, nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Natürlich könnt ihr die Farbe der LEDs durch vorinstallierte Software anpassen, wodurch ihr dem Legion 7i euren ganz eigenen Style verpassen könnt. Die Tastatur passt sich mit der Größe wunderbar dem Gehäuse an und auch das Display passt mit seinem 16:10 Seitenverhältnis einfach zu dem Rest des Laptops. Bei der Tastatur handelt es sich um die Lenovo TrueStrike Technologie, welche in Kombination mit der dazugehörigen Software einwandfrei funktioniert. Die Tasten fühlen sich gut an und haben einen angenehmen Druckpunkt. Gleich über der Tastatur ist der Ein- und Ausknopf. Dieser wird umgeben von einem Teil des 2x2 Watt Lautsprechersystems, der andere Teil befindet sich auf der Unterseite. Können wir nicht Ausnahmen machen? So funktioniert der Zauber nicht. Also wird MJ alles vergessen, was wir je durchgemacht haben? Nicht am Zauber rumfuschen. Oh mein Gott, Ned, er ist mein bester Freund. Oh, Tante May sollte es wirklich wissen. Hör auf zu reden. Was ist gerade passiert? Das Display hat ein IPS-Panel mit satten 165 Hz und 500 Nits Helligkeit. Die matte Oberfläche, HDR 400, Dolby Vision und 100% sRGB sorgen hier für ein extrem gutes Gaming-Erlebnis. Abgerundet wird das Ganze durch 3 Millisekunden Reaktionszeit, Nvidia G-Sync und eine Auflösung von 2560x1600 Pixel. Oberhalb des Displays befindet sich dann noch eine 720p Webcam sowie ein Mikrofon. Die Webcam ist von den Farben her vollkommen in Ordnung, die Auflösung könnte etwas höher sein und das eingebaute Mikrofon, wie ihr jetzt eben gerade auch schon hört, ist nicht das Gelbe vom Ei, aber man kann mich trotzdem gut verstehen. Durch die extrem dünnen Ränder, welche das Display umgeben, die perfekte Auflösung und den Daten, die das Display zu bieten hat, ist das bis jetzt das schönste Gaming-Laptop-Display, welches ich je gesehen habe. Insgesamt hat der 7i ein Maß von 2,2 x 36 x 26 cm, wodurch er für das 16 Zoll große Display trotzdem schön kompakt ist. Mit ca. 2,5 kg ist er schon etwas schwerer, was aber für die verbaute Hardware noch vollkommen im Rahmen ist. Auf der linken Seite des Gehäuses befindet sich ein USB-C, Thunderbolt 4 wie auch ein Kopfhörer-Mikrofonanschluss. Gegenüber auf der rechten Seite ist ebenfalls ein USB-C-Anschluss. Hier allerdings in Anführungsstrichen nur 1.2 Gen 1. Außerdem befindet sich hier der physische Switch, um die Webcam ein- oder auszuschalten. Die wirklich wichtigen Anschlüsse findet man hier gut platziert auf der Rückseite des Gerätes. Darunter gleich 3 USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse, ein Ethernet RJ45 Port, den Stromanschluss sowie ein HDMI 2.1 Ausgang. Ein USB-C Thunderbolt 4 Port darf hier natürlich auch nicht fehlen. Alle Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes werden außerdem oben angezeigt und beleuchtet. Das ist super nützlich, wenn man das Notebook nicht immer umdrehen will, um etwas Neues anzuschließen. Zusätzlich zu diesen umfangreichen Anschlussmöglichkeiten bietet euch der Legion 7i Killer Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Mein Modell hat hier einen Intel Core i7-11800H mit bis zu 4,6 GHz, eine Nvidia GeForce RTX 3070 mit insgesamt 8 GB GDDR6 Speicher, 32 GB DDR4 RAM mit einer Taktrate von 3200 MHz und eine 1000 GB SSD für das ein oder andere Game. Außerdem ist hier Windows 10 vorinstalliert, welches dann kostenlos auf Windows 11 geupdatet werden kann. Wir haben aktuell durch die Gamescom ein Sonderangebot für dieses Gerät. Statt 2099 Euro kostet dieses Prachtstück jetzt nur 1899 Euro. Also schlag zu, solange er zu diesem Preis noch zu haben ist. Ein Link zu dem Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst uns mal einen gemeinsamen Blick auf die Software werfen, die Lenovo hier bereits vorinstalliert hat. Mit Lenovo Vantage könnt ihr viele verschiedene Einstellungen von dem Notebook anpassen. Den Wärmemodus, Netzwerkboost, Overdrive und so weiter. Außerdem könnt ihr hierüber Infos von eurer Hardware sehen, zum Beispiel mit wie viel Gigahertz euer Prozessor gerade taktet.
Corsair IQ sorgt für individuelle und bunte Beleuchtung am Gerät sowie von der Tastatur. Diese App war bei mir allerdings nicht vorinstalliert. Pantone X-Rite Farbmanagement ermöglicht euch eine individuelle und korrekte Farbdarstellung des Displays. Nahimic Audio passt schnell und einfach den Ton des Gerätes an. Diesen könnt ihr hier für Film, Kommunikation, Spiel oder Musik anpassen. Außerdem ist hier die Tobii-Software mit integriert. Durch diese könnt ihr einzigartige Features aktivieren, bei denen das Tracking eurer Augen eine große Rolle spielt. Was ich hier nicht mag, ist die vorinstallierte Antivirus-Software, McAfee. Ich meine, ja, es ist schön, dass man damit gleich mehr oder weniger Schutz vor Viren hat, aber McAfee, wirklich? Egal. Immer noch besser als der Windows Defender. Kommen wir lieber endlich zu den Tests, welche ich für euch gemacht habe. Zuerst die Spiele-Benchmarks. Aktuelle Spiele wie Resident Evil Village oder Rise of the Tomb Raider sind hier überhaupt kein Problem. Selbst Ultra-Settings machen dem Legion 7i überhaupt keine Probleme. Alles in allem kann man hier bei der Performance nur staunen. Ich selbst war extrem begeistert, wie souverän der 7i auch neuere Spiele mit vernünftigen Framerates locker schafft. Die Performance spricht hier für sich. Die RTX 3070 hat dank einer maximalen TGP von satten 140 Watt so enorm viel Leistung, in Kombination mit den 32 GB RAM und den i7-11800H ist dieses Gerät schon echt eine Wucht. Während dieser Benchmarks habe ich gleich mal die Temperatur kontrolliert und diese ist beim CPU bis zu 96 Grad Celsius und bei der GPU auf bis zu 77 Grad Celsius gestiegen. Für einen Gaming-Laptop mehr oder weniger normale Werte. Die Tastatur wird mit 46 Grad Celsius auch etwas wärmer, aber nicht so heiß, dass man die Tasten nicht mehr anfassen könnte. Die untere Seite des Laptops wird bis zu 50 Grad Celsius warm, also sollte man eventuell Vorsicht walten lassen, wenn man ihn auf den Schoß nimmt. Circa 50 Dezibel laut wird der Laptop beim Zocken, wenn man die Sitzposition beachtet. Direkt an oder neben den Lüftern sind wir nochmal bei 10 bis 20 Dezibel mehr. Für mich als MacBook Air-Nutzer ist das schon sehr laut, da ich keine Lüfter gewohnt bin. Allerdings muss man hier beachten, dass alle Komponenten ausreichend gekühlt werden müssen und das eben alles auf engstem Raum sitzt. Daher ist das für mich akzeptabel. Der Akku hält beim Zocken ca. eine Stunde. Beim Browsen im Internet sind wir bei ca. 4 Stunden und im Standby bei ca. 7 Stunden. Der Akku hat massive 80 Wattstunden und alles in allem ist das eine ordentliche Leistung. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Overall ist die Gaming Experience extrem geil. Die 165 Hertz sind super flüssig und geben einem zum Beispiel bei FPS Games schon einen kleinen Vorteil. Ich hatte vorher nur 144 Hertz und der Unterschied von 144 zu 165 Hertz ist schon deutlich spürbar. Es macht einfach so viel Spaß, Spiele in Ultra Settings mit der Auflösung zu zocken. Die hohe Auflösung in Kombination mit dem 16 Zoll Display liefern hier eine extrem scharfe Darstellung der Spiele. Durch die große SSD und den 32 GB RAM läuft das ganze System einfach rund und es gibt keine Mängel. Dazu kommen die vielen Einstellungsmöglichkeiten über die Software, wodurch der Lenovo Legion E einfach perfekt wird. Das schicke Design, das Gehäuse und die allgemeine Bauqualität verstärken meine Meinung nur noch mehr. Wenn ihr mehr Videos über Technikprodukte sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Damit unterstützt ihr diesen Kanal und das Ganze sogar kostenlos. Das war's auch mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein positives Feedback da. Bis zum nächsten Video. Haut rein!